Boah, Alter, der hat mich fast geboxt, Mann. Nee, Kai, er wollte nur kuscheln oder stupsen. Fresnerite Eggs fallen gelassen. In Creases Underwater. Oh Gott. Nein! Ich werde sterben! Ich werde ernsthaft sterben! Oh mein Gott! Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hero Hexit auf dem Hero Server zusammen mit. Hallo, mein Name ist Dina. Hallo. Wo bin ich? Ach so, ich bin in meinem Haus. Mein Chocobo würde übrigens von Tim aka MinecraftExpert.de getötet. Ja. Ich habe jetzt. Du hast mehr Tode als ich. Was? Das heißt, wir haben jetzt ein absolut Kriegsverhältnis mit Stadt Rot. Allerdings ist Dena in Stadt Rot und wir dürfen das Portal von Zombie benutzen. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich gleich treffen. Okay. Aber ich wollte mir erstmal einen Legia-Bogen machen noch. Und ich wollte auch mal in den Tower gehen. Ich war noch kein einziges Mal so richtig in einem Tower. Ich hab was zum Nikolaus bekommen. Ehrlich? Ja. Was denn? Blaubeeren. Die kann man essen. Uns gibt's sowas gar nicht. Ich hab Blaubeeren gegessen jetzt. Jetzt sind sie aufgegessen. Iron-Bogen, ich hab einen normalen Bogen. Kev hat da vorne ja noch Bögen. Und Emeralds und Diamanten. Läuft hart bei mir. Iron-Bogen. Cookies. Ich brauch Eisen und Seide. Voll schön. Ich find in unserer Stadt herrscht ein bisschen Harmonie und so weiter. Weißt du? Ich finde das auch ganz wichtig, dass man manchmal so ein bisschen Harmonie in ein paar Sachen hat. Bei uns auch. Bei uns ist auch alles wunderschön. Echt? Hast du Seide für mich? Nee. Danke. Richtige Harmonie. Hä, wir sind noch in Kriegsverhältnis oder nicht? Ja. Wir nicht, aber wir also beide eigentlich ist gerade voll Krieg zwischen unseren Städten und gestern war auch voll Krieg und so weiter, aber Luca und ich dachten uns einfach, nee, Gewalt, das mag ich nicht. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe das nur so gesehen. Dann haben die so gelivestreamt und dann wollten die so, dass, oh, du musst die Stadt verteidigen, Dena. Und ich so, nein, Digga. Warst du dabei beim Krieg? Nee, weil ich bin gegen Gewalt. Ich habe in der Zeit lieber GTA aufgenommen, habe da ein paar Menschen getötet, aber in Minecraft möchte ich keine Gewalt. Das ist das falsche Spiel dafür. Das ist richtig doof, auf jeden Fall. Ey, weißt du, wie ich irgendwie Seide bekommen kann? Ja, wenn du zu mir kommst, ich hab ein bisschen was. Okay, gut. Hast du auch vielleicht ein paar Hexikal-Sachen für mich? Ah, nicht so Bock, nee. Oh, Mano. Oh, nee, was für Hexikal-Sachen denn? Hexikal-Essenzen, die man für die Rüstung braucht. Ich habe nämlich bisher eine Tribal-Armor. Du meinst Hexikal-Essenzen? Sexikal? Hexikal. Ah ja, Hexikal, nicht Sexikal. Ja, hab ich. Hexikal-Essenzen, du meinst diese blauen Dinger? Ja. Habe ich aber nicht genug. Ach ja, Killer, danke, Dena. Du machst ja immer erst so Hoffnung. Nein, das ist doch nicht. Aber warte, aber ich habe hier noch eine Seide gefunden. Du kannst ja vielleicht tauschen. Also du kannst ja zum Beispiel Electric Essenzen bringen, ne? Dann bist du natürlich der Boss. Und dann will ich dir auch was geben, so. Das aber ist natürlich eine Electric Essenz, aber die brauche ich ja auch selber nachher für mein Electric Stuff. Ich habe mir übrigens, für alle, die mal meckern, dass ich so unorganisiert bin, ich hab mir jetzt ein Mega-Lagersystem ausgedacht. Boah, ich will auch. Weißt du, wie das funktioniert? Nee. Digga, ich baue einfach 9 Stockwerk tiefer, da stelle ich 20.000 Kisten rein, da tue ich immer alles rein, wo ich keinen Bock drauf habe. Und nur die wichtigen Sachen tue ich nach oben sortiert und den Rest schmeiß ich einfach alles nach unten. Also von mir einfach abgeguckt. Ist das bei dir so? Ja. Das habe ich mir voll lange selbst ausgedacht. Voll lange. Ich packe einfach die ganzen Scheiß nach unten und das Wichtige kommt nach oben. Voll lange. Ich möchte jetzt da oben. Ich sehe, da oben ist Seide. Junge, es kann nicht sein, dass ich so lange... Oh, jetzt kommt hier Wasser. Dass ich so lange hier einfach Seide hinterherlaufen muss. Das ist ein bisschen erbärmlich. Ja, so wie du bald bist, ne? Digga, ich fände, das passt schon zu dir. Seide. Gibt's hier noch mehr? Es gibt's nicht mehr. Oh. Okay. Wollen wir uns wirklich gleich treffen? Oh, ich hab'n. Ah! Ah! Was geht? Spinne. Willst du die Spinne kuscheln? Oder willst du die Spinne stupsen? Oder willst du die Spinne kuscheln? Aber die lassen ja Seide fallen, das ist ja eigentlich voll geil und ich brauche ja Seide. Ja, wofür brauchst du denn Seide? Für so einen Bogen oder was? Ja. Hast du keinen Bogen bisher? Irgendwie ein bisschen. Doch, ich hab einen Kristallbogen, aber ich glaube, der Legia-Bogen ist besser. Und außerdem nehme ich jetzt hier ganz viele Rails mit und ja, so ein Kristallbogen ist auch nicht schlecht. Aber wenn ich die Legia-Bogen verzaubere, ist der, glaube ich, sogar noch besser, oder? Was denn für Arme, und ich bin hier unten gerade in einem Dings, in einem, Weißt du, was da? Dungeon. Railway Dungeon, genau. Ich glaube, ich nehme jetzt richtig viele von diesen Dings mit, von diesen, Rails. Und dann machen wir einfach eine riesige Achterbahn. Oh, ich habe Schokoladen-Ice-Cream. Oh. Oh, voll nett von denen, was ich alles zum Nikolaus bekomme.
Alter, sowas haben wir gar nicht. Ja, und siehst du, ist halt in der Stadt Rot ist halt so ein bisschen auch so ein bisschen Gemeinschaft ganz wichtig. Und es ist auch, finde ich, sehr gut. Und ich habe einen grünen leuchtenden Pilz und den habe ich selbst im Nether gefunden. Ich wechsle die Stadt. Offiziell jetzt hiermit. So, ich bin jetzt Mitglied Stadt Rot. Nein, oh fuck, ich möchte hoch. So. Du musst jetzt schreiben, dass du auch immer brav an den Nikolaus glauben wirst. Nee, aber das mache ich ja nicht. Oh. Ich kann ja nicht lügen. Mama hat immer gesagt, nicht lügen. Dann sag ich, okay. Ich verstehe nicht, was in den Höhlen immer so an diesen ganzen Sachen runterhängt. Da hängen einfach sowas von viele Sachen runter, immer von oben. Verstehe ich ja auch nicht. Ich finde diese Magnetize-Axt richtig geil, die ich habe. Wenn man damit Baum abfällt, kommen alle Items zu einem hingeflogen. Oh, das ist schön. Okay, ich habe jetzt 18 Seide. Das sollte eigentlich reichen für so einen verkackten Bogen. Jetzt möchte ich wieder nach Taos. Und ich habe gar keine Rails mitgenommen. Oh Mann, verdammt. Fuck, verdammt. Auf welcher Höhe bin ich? Mann, Mann, Mann. Ich mache hier erstmal Crab-Kisten, wo ich jeden Scheiß reinpacke, Alter. Aber der Rucksack muss noch draußen halten. Ich tue da alles rein. Also eigentlich sind unsere Städte ja im Krieg. Allerdings wollen Dena und ich in dieser Folge ein Buch nehmen. Beziehungsweise in der nächsten Folge, wir nehmen ja ein bisschen mehr auf. Wollen wir ein Buch nehmen, das verzaubern und dann wollen wir Stop! Da einen Vertrag. Nicht zu viel verraten. Ich mach da einen Piep drüber. Okay. Ich vergesse es eh. Ja, nicht auch. Oh Mann, verdammt. Verdammt! Okay, nein, wir vergessen das nicht. Ich poste jetzt bei Twitter. Okay. Nein, dann verrate ich's ja. Wir haben sowieso schon, wir haben vor der Aufnahme Instagram-Battle gemacht. Das müsst ihr mal abchecken, Alter. Links zu Instagram in der Beschreibung. Auch Twitter. Auch auf Twitter haben wir Battle und Facebook auch, aber Facebook kann man nicht verlinken. Und vor allem der Dena ist so ein Kandidat, ne? Ich stehe auf, 11.05 Uhr, alle Wecker verpennt, sehe eine Nachricht. Hä, wo bleibst du? Hast du wieder, bist du wach oder irgendwie sowas? Und ich so, jo, darf ich mir noch ein Brötchen holen? Nein, ich will aufnehmen, dann komme ich, beeil ich mich richtig, komm dann vorm PC. Und dann du warst eine halbe Stunde zu spät. Ach, mein Shader ist draußen, sehe ich gerade. Du warst eine halbe Stunde zu spät, ja, keine Wahrheitsverdrehung, Dicker. Was ist das, der hier gewesen? War das der Shader hier? Moment, oder war das der hier? Soll ich den Shader stupsen? Oder soll ich den Shader... Ich weiß nicht, war das der hier? Ich glaube, das war der. Ja, das war der. Der ist schön. Oh, Entschuldigung, dass kein Shader drin war. Habe ich vergessen. Nein, dann. Und für mich, ja, sehr traurig. Du hast einen Legia-Bogen, oder hast du keinen? Ja. Oh. Er macht auch sehr viel Spaß. Wie? Das ist schön. Wie kommt es eigentlich, dass du auf einmal so gut aufgestellt bist? Digga, ich bin der Babo geworden. Von heute auf morgen, ich war Babo. Und ich werde auch nie wieder aufhören, Babo zu sein. Okay, gut. Ich habe 8 Hexikal-Lizenzen, aber ich brauche mehr. Ich möchte mir eine Scale-Armor oder eine Thief-Armor machen. Ich weiß nicht. Alle meinen, die sind ungefähr gleich gut von den Soll ich die Thief-Armor stupsen? Oder soll ich die Thief-Armor? Junge, ich stupse dich gleich mal in dein Gehirn, Alter. Nein, ich brauche noch mehr Eisen. Ach, keine schlechte Idee. Ein Eisen. Ja, ich habe gleich einen Legia-Bogen, dann verzauber ich den erstmal. Dann wollte ich auch noch meine Rüstung mit Kann Soul. Man denn jetzt noch zwischen unseren Städten durchs Portal durchgehen oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich habe einen Legia-Bogen. Wuhu. Weil du darfst ja, weil es dir wurde erlaubt. Es wurde uns von Zombie erlaubt, dass wir durch die Portale durch in die jeweils andere Stadt gehen dürfen. Oh, nett. Wer ist eigentlich jetzt König bei euch? Ich. Ernsthaft? Nein, als ob. Ja, denk mal nach. Ja, da habe ich gesagt, ernsthaft? Das konnte ich mir echt nicht vorstellen. Kev ist König. Okay. Ach, Kev, der Kriegstreiber. Das hat für mich gewählt, das hat mich so gewundert. Wundert mich auch. Ich weiß einfach nicht, ob... Wie kann man nur Concrafter wählen, ey? Ich brauche Erfahrung, hier müssen jetzt ein paar Leute runterfallen. Ich habe so viel Scheiße, Alter. Was bringt eine Chocopedia? Oh, der hat irgendwas fallen lassen, Alter. Was bringt eine Chocopedia? Du hast doch sowas mal gehabt, dachte ich. Damit kannst du Chocobus umbenennen und sowas alles. Digga! Hört sich nicht so toll an. Der Zombie hat das Schwert aufgenommen, was da in der Kiste rumlag. Der Zombie, er hat das Schwert. Mein Gott, wacht hier rum, ich kann ihn nicht töten. Doch, kann ich. Gib mir das Schwert. Alter, was ist das für ein Schwert? Living Metal Giant Sword. Oh mein Gott, ich arbeite die ganze Zeit darauf hin, dass ich mir so ein Soul-Ding mache und jetzt fange ich einfach eins. Okay, auch chillig. Und das hat sogar Fire Aspect 1. Okay, beste Leben heute. So gut ist das nicht. Richtige Glückserlebnisse. So gut ist das gar nicht. Ich finde das gut. Das macht mehr Schaden als mein verzaubertes Diamond Giant Sword. That may be true. Ich schau jetzt mal, warte. Mein verzaubertes Diamond Giant Sword, wenn hier jetzt gleich mal ein Zombie kommen sollte. Oh, ich hasse es. Ich sortiere die ganze Zeit, sortiere hier nur und dann ist es auch nur scheiße. 13. Das macht 13. Und das Living Metal Giant Sword macht 9 und es ist nicht mehr so heftig verzaubert. Das heißt, ich werde das jetzt ein bisschen verzaubern. Ich habe übrigens voll viele Strings, die ich dir geben könnte.
Ja, ich habe jetzt auch ein bisschen. Jetzt zu spät. Ja, okay. Ich habe sogar einen Revolver. Sharpness 5 mache ich jetzt mal. Knockback, ach, kann ich jetzt gar nicht. Jetzt muss ich erstmal Schokoladen-Eiscreme essen. Nam, 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 nam. Lecker Schmecker. Ich weiß gar nicht, Dena, weißt du, was das beste... Ja, jetzt macht er schon 20 Schaden, Alter. Mhm. Weißt du, was das beste Schwert ist im Spiel? Warte. Ich habe gelesen, das soll das Cracknerite Sword sein. That is allerdings possible, basically, but I don't know that. Ich habe mir ja eine... Ich habe ein Enderschwert, das ist auch ganz weißt nett. Weißt du, ja, don't know that. Das Enderschwert ist praktisch kaputt bei mir. Endergiant Sword oder Ender Sword? Ender Sword. Ja, das ist ja kacke. Nee, Endergiant Sword. Nee, ist doch das Bessere. Wirklich, ohne Spaß. Ey, brauchst du ein Schokopedia oder hast du eins? Weil ich hab eine. Fünf. Ich hab eine, aber wofür brauche ich die? Das ist die Frage, ja, lieber. Wenn du ein Schoko hast, kannst du das damit umbenennen und kannst machen, dass das dein, dass das dir gehört, also dass Owner Dena das ist. Okay. Und dass, so, dass das stehen bleibt oder wandert. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss Brick finden, ich muss Brick finden. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie komme ich Brick? Oh mein Gott, oh mein Gott. Stirbst du? Fällt ein, nein, hilfst du nicht. Da kannst du, so kann man mich nicht reinlegen. Die haben blau sind. Lecker. Ich hab 8, ich brauch mehr. Ich möchte mein Living Metal Giant Sword so heftig verzaubern. Unbreaking ist aber auch eigentlich wichtig. Unbreaking. Okay. Digga, liest du eigentlich gar keinen Chat oder was? Ja, Rick ist der Beste. Wieso hast du das Sternchen vorgemacht? Digga, weil ich der Baba bin. Achso, das ist der Grund. weil ich der Beste bin. Ich bin jetzt auf der Suche nach Brick, weißt du warum? Nach Brick, wenn schon nach Clay, du Fotze. Ja, das meine ich, aber ich dachte, du kannst so, viel, so weit denken. Oh mein Gott, da ist ein Geier. Er wird sterben. Ein Geier. Warum, oh, ich habe keinen Pfeil dabei. Ich bin so dumm. Ich habe alles eingetragen, das ist voll doof. Ich darf meine Rüstung auf diesem Rüstungsständer nicht draußen stehen lassen, weil das angeblich das Licht der von Kevs Kampfmaschinenbeulerei hier, ne? Ja, das kann ich nachvollziehen. Auf jeden Fall. Und warum spawnt nicht mal mehr? Lecker, jetzt muss hier irgendwo mal so ein scheiß Skelett sein, damit ich das killen kann. Warum, damit ich einen Pfeil bekomme, weil sonst ist meine ganze Waffe gerade nutzlos. Ich habe ca. 30.000 Stacks. Von was? Pfeile. Ja, ich habe auch genug, nur nicht dabei. Ich muss hier erstmal ein bisschen Clay abbauen. Clay. Ich packe jetzt einfach mal ein paar Bögen hier mal in die... Oh, die Bögenkiste ist voll. Klar. Mhm. Pack das jetzt einfach hier noch mit rein. Weil dann baue ich mir eine super Sache, mein lieben Jungs. Glaubt mir. Die beste Waffe der ganzen Welt. Du hast übrigens auch eine Goldfeder von mir gehabt, du Blödmann. Ja, hab ich ja doch gerade im Inventar. Du sagst in der einen Folge, oh, ich hab doch hier eine Goldfeder, bla bla, die ist mega gut, anstatt zu sagen, danke an Konkrafter. Ich wusste es, glaube ich, nicht mehr, die ich von dir hab. Okay, okay, danke an Konkrafter. Ich kann mich auch noch gut an die Situation erinnern, als ich vom Turm geschubst wurde. Das wusste ich aber, dass du da... Ah, oh mein Gott, starker Zombie. Das ist ein Skelett. Wieso kann ich eigentlich nicht... Stirb doch. Boah, Alter, der hat mich fast geboxt, Mann. Nicker, er wollte nur kuscheln oder schubsen. Er hat eine Freserite-Axe fallen gelassen. Increases Underwater. Oh Gott. Nein! Ich werde sterben! Ich werde ernsthaft sterben! Oh mein Gott! Oh! Oh! Wie viel Leben hast du verloren? Holy halbes? Crap! Ja, halbes Leben. Ist immer so. Es gibt so viele Facebook-Bilder davon. Ich werde sterben. Man sieht so unten so 9 Herzen. Nein, diesmal habe ich echt fast das halbe Herz, halbe Leben verloren. Fast das halbe Herz verloren. Ich habe auch nur noch halbes Leben, aber ich bin nicht Däne. Ja, aber ich bin fast gestorben, weil ich im Wasser festgesteckt bin. So. Und mich ertrunken fast. Das war voll tragik-magik. Da musst du auch mal so nachvollziehen und so. Das war wirklich, ich war auch... Ihr habt auch schwere Situationen für mich. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Nicht, dass wir so lange und zu viel und so weiter aufnehmen. 15 Minuten. Ja, okay, das geht ja noch von Thomas. So, warte, ich brauche jetzt auf jeden Fall mal Level 10, damit ich hier das Ganze jetzt mal... Oh, er hat ein Hexikal-Diamond einfach fallen lassen. Er lässt einfach ein Hexikal-Diamond fallen. Hm? Alter, ist das geil. So ein Skelett lässt einfach ein Hexikal-Diamond fallen. Also quasi 4 Hexikale. Oh, das ist sehr gut. Boah, das ist sehr gut. Gut. Und das hier ist das hier, Jungs, das ich mir craften möchte, aber da brauche ich noch ein paar Sachen für. Nämlich das hier und da brauche ich halt das hier, darum habe ich mir Clay geholt, Digga. Digga. Knockback. Fire is... Nein, Knockback. Knockback, Knockback, not bait. Digga, Concraft, Alter, hast du da Lust bei dir? Fire Aspect 1 von 5. Was soll denn das?
Was ist ein Fire-Aspekt? Nochmal. Haraschaldas. Was ist denn Fire-Aspekt? Und wieso kann ich Soul Taper jetzt nicht draufpacken? Ah, doch, geht. Enchant. Ah, perfekt. Ich habe ein Living Metal Giant Sword mit Unbreaking 2, Sharpness 5, Knockback 1, Fire Aspect 1 und Soul Tether. Boah, das ist aber sterbe, toll. Wenn ich sterbe, dann habe ich das immer noch. So, und wenn ich damit jetzt einen Zombie schlage, kriegt er einfach mal 25 Schaden. Also teilweise. Auch manchmal weniger, aber. Oha, wie geil. Und dann werde ich mir wahrscheinlich dann, also wir werden ja gleich die Folge beenden, dann nehmen wir noch eine Folge auf. Und dann mache ich mir eine Thief oder Scale Rüstung. Ich frag jetzt bei Facebook. Nee, bei Twitter besser. Thief oder Scale. Thief oder Scale. Ich gehe auf meine Twitter-Seite, was sehe ich da? So ein Pilz mit ganz großen Augen. Das ist von mir. Gerade Hero am Aufnehmen. Scale oder Thief Rüstung machen. Schnell. Schneller, schneller. Twittern. Alle sah werden heller. So. Dann werde ich da in 2 Minuten nochmal vorbeigucken. Mein neues Lagersystem ist mega gut. Okay. Toll. Ich bin voll stolz auf mich. Ich kann also auch noch mehr von den Kisten machen und so weiter. Ich habe auch so viele Kisten, wo einfach nur Scheiße drin liegt, ne? Das ist so kacke. So, übrigens wüsstest du, dass wenn du die Emerald-Charts in der Hand hast und rechtsklick machst, dass du dann Emeralds bekommst? Ich? Ja. Wieso sagst du mir das? Weiß ich nicht, ich wollte es nur sagen. Achso, hast du gesagt, wusstest du, weil ich dachte, du wusstest hast gesagt... Wusstest du. Achso, ich dachte, übrigens, ich habe verstanden, übrigens, du wusstest, nee, keine Ahnung, was ich verstanden habe. Mein Shader ist ein bisschen komisch, meine Kisten sehen aus, als würden die wehen. Aber egal, chillig, ist auf jeden Fall cool. Chillig! So, ich habe 2 Chocopenias jetzt wieder, Copper, ich wusste gar nicht, dass es hier Copper gibt. Mein Lagerraum hat keinen Boden, der Boden ist auch Kisten. So. Überall Kisten bei Dena. Ganze Haus, eine riesige Kiste. Boah, wie geil das wäre. Boah, das wäre voll... Boah, wow. Richtig Baba. Ist ja so. Like, oh my gosh. That's like amazing, like. Oh my. Iron Big Sword. Die Diamond Axe kann ich da noch reintun, die Iron Axe auch. Kristallbogen oder Legiabogen? Ich weiß nicht, Kristallbogen schießt schneller und Legiabo schießt halt 2 Pfeile, aber die buggen manchmal. Ich habe einen Legiabo, aber ich würde vielleicht bald mal einen Kristallbogen machen. Ist von Firma her. Kristallbogen ist mehr was für die Skiller. Schläge hat, glaube ich, auch einen. Schläge ist der beste. Und. Kann man nicht einen Kristallbogen mit 2 Pfeilen, Alter? Boah, wie OP das wäre. Ich glaube nicht. Oh, I don't think that's possible, but I don't know what I'm talking about, so like, you shouldn't like think like, what do I do, because that's like not what you want, basically, I say, that's what I say, okay, okay, so it's, yeah. I need some gold, basically now, like, that'd be amazing. Besser, als wir da together schon eine Folge auf Englisch machen wollten, dann waren wir einfach 1 Minute dabei. Ja, lass das heute mal machen. Ey, wir müssen die Folge beenden! Nein, wir sind bei 19 Minuten gerade. Oh mein Gott! Vielen Dank fürs Zuschauen, mein lieben Jörgers. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann gibt es kurzen Krieg zwischen Concrafter und mir. Ja, ganz, ganz kurz. Vielen Dank fürs Zuschauen, mein lieben Jörgers. Drückt den Daumen oben, wenn es euch gefallen hat. Und schaut bei Instagram vorbei. Link in der Beschreibung. Da haben wir im Instagram Beef Twitter Beef Tweef gemacht. Und es war voll krass and krass oder nicht. Schaut bei Concrafter vorbei. Und dann... Ich halt gerade Knoppers in die Cam. Mini-Knoppers. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis nächstes Mal. Mach's gut. Ciao.